hast das Ding besiegt. Wahnsinn! Das war kein Alpha Nightiba. Hast recht. Aber trotzdem ziemlich stark. Ab jetzt wird es nur noch schwerer. Vermutlich. Wie auch immer. Wo geht es jetzt lang, Adam? Moment, lass mich einen Blick auf die Kartendaten werfen. Die Halle der Aufzeichnungen ist nicht mehr weit von hier entfernt. Aber ein großer Bereich steht unter Wasser. Wir müssen da irgendwie rüber. Heißt das, es gibt keinen Weg? Ich hab's. Siehst du das Schild hinter der Statue? Da ist ein Transportgerät, das du benutzen kannst. Was? Denkst du echt, dass diese veralteten Geräte noch funktionieren? Naja, das Lager war ja auch intakt. Bleiben wir doch optimistisch. Aha, optimistisch, klar. Und damit herzlich willkommen zu einem, ja, neuen Part Stellar Blade. Nun offiziell mit dem erschienenen Spiel. Also, das Spiel ist nun offiziell erhältlich. Die Vollversion. Und ja, ich musste diesen Bosskarte noch mal machen. Weil das Spiel irgendwie nur... Also, ich habe die Daten von der Demo übertragen. Nur wurden die irgendwie anscheinend unten im Lager gespeichert und nicht hier oben. Nachdem man den Boss besiegt hat, warum auch immer, aber okay. Dann ist dem halt so. Was ist hier? Hier ist wieder ein Lager, okay. Ich hoffe mal, das große Vieh wird dadurch nicht regeneriert. Das wäre irgendwie scheiße. Und ja, es ist ein bisschen was anders da jetzt wahrscheinlich als in den letzten Videos, weil ich habe die Demo noch ein zweites Mal durchgespielt und dabei sind hier und da ein paar Sachen ja, anders da. Hab ein bisschen mehr an Gegenständen gefunden und so weiter. Von daher, ja, hier und da habe ich jetzt ein paar Items mehr. Auch ein paar allgemeine Sachen habe ich mehr. Ja, wir haben auch hier neue Modifikationen. Schadensverringerung, oh, das könnte nicht schaden. Aber ich glaube, das ist erstmal okay so. Ja, ich habe eigentlich die Digital Deluxe Edition, aber irgendwie weiß ich nicht, wie ich die hier freischalte. Vielleicht kommt das noch, wer weiß. Ich warte einfach mal ab. Ansonsten, ja, werden wir mal sehen. Wir machen jetzt einfach mal hier normal weiter. Ich habe hier nebenbei auch die Möglichkeit gehabt, meine Waffe zu upgraden. Ja, du hast sehr lange überlebt, wie ich sehe. Ah, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Okay. Hier sind halt diese doofen Viecher. Also meine Waffe ist stärker, also ich konnte es ja eine Stufe upgraden im Vergleich zum zu der Demo. Also was ich im Video gezeigt habe. Weil ich da irgendwie was gefunden habe, mit dem ich die upgraden konnte. Ja, ich spiele hier weiterhin auf einem leichten Schwierigkeitsgrad, einfach weil ich habe gemerkt, ich bin scheiße. Und ich will auch ein bisschen mal Spaß hierbei haben und nicht frustriert am Ende sein. Weil eigentlich spiele ich so Spiele, die in die Richtung Souls gehen. Ja, eigentlich nicht. Nun muss man eigentlich schon fast sagen, dieses Spiel
Es ist nicht so schwer wahrscheinlich wie ein Dark Souls. Aber es hat halt sehr stark diese Kombo. Ja, diese. Aua. Scheißvieh. Das sieht aus wie ein Necromorph. Necromorph vor Arme oder so. Es hat halt dieses Blocken-Thema sehr stark. Okay. Ah. Genau, hier haben wir den Shortcut zum großen Lager. I guess. War unten, oder? Genau hier. Hier war es. Da war ein Trank. Aber wenn ich mich jetzt wieder heilen würde, dann würden die ganzen Gegner wieder respawnen. Und da habe ich jetzt nicht so die Lust drauf, ne? Naja, ich glaube, ich habe mich in der Demo, also in meinem privaten Durchgang nochmal ein bisschen besser angestellt allgemein. Wow, das sind ja aber sehr viele Gegner. Hab ich dem gerade die Arme abgehackt? Ja, hab ich. Cool. Wow. Am Sterben tut er mir nochmal weh. Das ist nicht nett. Was haben wir hier? Okay. Exospines wirken an Ease Kampfstil mit. Du kannst Exospines am Exospine-Sockel deine Ausrüstung anbringen, um deinen gewünschten Kampfstil auszuwählen. Wir können an Reparaturkonsolen in Versorgungslager verbessert werden. Jede Verbesserung schaltet eine neue Funktion der Exospine frei. Erhöht die Angriffskraft von Combo-Angriffen der Stufe 2 in Höhe. Hatte ich das nicht erst? Egal. Das ist auf der anderen Seite von dem Lager, okay. Ja. Wie gesagt, ich glaube, ich habe mich ein kleines bisschen besser angestellt in der im privaten Durchgang. Aber nochmal geguckt, dass ich ja ein bisschen mehr aufpasse, alles zu finden. Aua, Mann, hör auf so oft zuzuschlagen, du scheiß Slasher. Es sieht aus wie dieses Slasher aus Dead Space, ne? So ein kleines bisschen schon. Alter, übertreibt sie auch langsam mal. Verdammt. Die Viecher hasse ich wegen ihrem scheiß Schild. Ein bisschen aufpassen, ich bin fast tot. Komm, töte ihn, dankeschön. Meine Güte. So, du bist der nächste.
Der kotzt hier auch noch. Ja. Ah. Mussten die Gegner besiegen, um diese Truhe hier öffnen zu können. Das ist ja Schnieke. Wir haben eine Funktionszelle bekommen. Die waren doch auch ganz wichtig. Ich glaube, wie viele Gegner hier rumlaufen, ey. Geld. Ah. Ich glaube, da müssen wir die auch einsetzen. Oder so? Nee, hier. Macht dieser einsame Gegner daneben eigentlich? Was ist ein interessanter Kopf? Aber ob ich zu dir will, glaube ich irgendwie nicht. Irgendwie glaube ich es nicht. Nee. So, Sesam, öffne dich. Ja, nicht ganz. War egal. Eve ist so schmal, sie kommt da schon durch. Oder? Ah. Hier müssen wir auch noch eins einsetzen. Also braucht mir doch zwei. Ja, da sollen wir hin. Also gehen wir da noch nicht hin, ist doch klar. Da ist ein Gegner. Da vorne sollen wir ja anscheinend hin. Ein neuer Gegner, oder? Sieht irgendwie sehr versteinert aus. Achso, da waren ja auch diese versteinerten Gegner. Stimmt, da war ja was. Ist halt angenehm, ist halt ziemlich leicht zu besiegen. Da geht es auch noch runter. Wenn das alles optionale Wege gerade sind, dann ist das ziemlich viel. Ja, ich weiß auch nicht, ob man es vielleicht schon rausgehört hat, aber meine Stimme ist ein kleines bisschen angeschlagen. War nämlich erst krank. Bin immer noch ein kleines bisschen. Entsprechend ist meine Stimme eben, ja, noch nicht hundertprozentig fit. Aber ich denke mal, es sollte halbwegs gehen. Um halbwegs vernünftig. Oh, warte mal. Nee, den sollten wir nicht mehr schlagen. Schreien Himmel. Das Netzwerk ist Geschichte. Der Himmel steht in Flammen. Die Kolonie zerfällt. Wo ist Mothersphere? Warum stürzt die Kolonie auf die Erde? Erhöre meine letzte Frage, Mothersphere. Warum? Warum? Du hast uns Erlösung versprochen. War das eine Lüge? Ja, natürlich. Wollen wie alle immer nur euer Geld oder so. Wo kommt ihr denn her? Wo bin ich hier? Ah, ich glaube, ich komme jetzt da raus, wo der eine Typ da ist, rumgelaufen ist, oder? Ja.
war das denn? So, du gehst mal bitte drauf. Dankeschön. Das da ist wieder was Wichtiges. Wieder etwas zum Absorbieren. Mögen deine Erinnerungen fortbestehen. Ah. Der nächste Körperkern, okay. Hatte schon gedacht, man würde die komplette Demo links einen bekommen. Und das ist die andere Seite wahrscheinlich. Also war auch das hier rein optional, wunderbar, gut zu wissen. Gibt es hier sonst noch irgendwo was, das man mitnehmen kann, was ich vergessen habe? Scheint nicht so. Gut, dann können wir wieder zurück. Wie gesagt, die andere Seite wird wahrscheinlich auch mal nur da das gewesen sein, wo gerade versperrt war. Also können wir weiter. Beziehungsweise hier weg. Ich hoffe, ich verpasse hier nichts, weil es... Ich habe halt wirklich, wie gesagt, in der Demo so einiges nochmal entdeckt. Wo ich gedacht habe, hä? Wie das? Die Wahrheit, Artikel 3. Ja, Stimme doch noch ein bisschen angeschlagen, ne? Die schockierende Brutalität der Legion des privaten Sicherheits- und Militärunternehmens der Orca Aerospace Company. Erstmals in dieser Zeitung veröffentlicht, mit anschaulichen Beweisen vor Ort. Geplante Konflikte in der dritten Welt, ausführliche Berichterstattung über die grausame ethische Säuberung des PMC. Was sind die Absichten der Orca Aerospace Company? Karten der aktuellen Ressourcenkonflikte? Das sind die Terminatoren, sie kennen keine Gnade, die schreckliche Wahrheit, die durch die Aussagen eines Überlebenden ans Licht kommt. Ein Exklusivbericht unter unseres Reporters Quinn, exklusiv in die Wahrheit. Aha. Clickbait par excellence oder so. So. Da springen wir nicht runter. Ich habe nebenbei auch schnell gemerkt, man kriegt hier doch ziemlich groß Fallschaden. Also Eve ist irgendwie doch nicht so robust. Vor gewissen Höhen. Was kommt hier schon wieder? Igitt. Du siehst böse aus. Wobei es geht. Raupe, okay. Ah, hier ist ein Lager gewesen. Sag das doch. Und ich habe schon gedacht, hier wäre irgendwas Besonderes. Also ich meine, Lager ist jetzt nicht unwichtig, aber, ne? So. Gut. Mal heilen können. Ist irgendwas im Shop? Nö. Gut, die Fähigkeiten will ich, glaube ich, eher off-screen immer checken. Hätte ich gesagt. Ja gut, jetzt sind die ganzen Gegner natürlich wieder da, ne? Wollte die Raupe wahrscheinlich wieder aufzutauchen. Wo geht's denn hier jetzt lang? Hier sind zwei Wege. Ah.
Mann! Das haben die schon mal gemacht. Keine Ahnung, was da steht. Ich kann es nicht lesen. Ja, die, glaube ich, etwas dunkler aussehenden, oder? Oder die heller aussehenden. Und man kann es teilweise schon erkennen, welche von diesen Statuen Feinde sind. Du musst versuchen, an das Transportgerät zu kommen. Okay, wenn wir hier weiterkommen. Ah, da ist schon mehr eine Raupe. Interessant, dass die Dinge einfach Raupe heißen. Gut, aber wenn wir hier lang müssen, dann gehen wir natürlich erstmal in die andere Richtung. Ist doch klar. Ah, da will ich hin. Das da war wertvoll. Und so viel habe ich auch in der Demo nochmal entdeckt. Das war da, wo man das erste Mal einen Türcode benutzen musste. Da musstet ihr rechts, da wo dieser Baustelle war. Rechts den Weg entlang. Direkt neben der Tür. Da oben war auch so eine kleine Bank. Und in der Sackgasse da war dann ein so komisches Vieh. Mit ein paar weiteren Viechern. Keine Ahnung. Kann sein, dass die für... Waffen-Upgrade sogar da waren. Also, dass ich dadurch das Teil gefunden habe, was ich für das Waffen-Upgrade brauchte. No! Au! Ich stehe doch mal schneller auf. Bombencode. Oder so, hä? Ich habe keine Ahnung, was wir da machen sollen. Genau, das geht aber auch hoch. Drohnen-Upgrade-Modul. Okay. Also wichtig. War nicht irgendwo noch ein Mensch dargestellt? Da. Gibt er mir was? Ah, das ist wieder so ein was Neues. Als Upgrade oder so. Ein Körperkern. Maximale LP erhöht. Jawoll ja. Das ist doch sehr gut. So, nur wie öffne ich jetzt diese Kiste hier, bitte? Anzahl erlaubter Fehler 3. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll.
Ja. Es wird einem auch voll erklärt, ne? Was man da zu tun hat. Nicht nett, nicht nett. Nee, nee. Aber gut, gehen wir mal weiter. Wir sollen jetzt irgendwo was finden, um hier durchzugehen. Ja, danke. Das habe ich auch schon gecheckt. Ich glaube, da vorne in dem Auto ist auch schon eine. Autsch. Ich drücke irgendwie mal die falsche Taste zum schneller wieder aufstehen, ne? Autsch. Ich muss nämlich Kreis drücken. Und ich drücke immer X. Das ist falsch. So, da haben wir so. Hier sind noch ein paar Gegenstände. Hier noch was. Da oben. Okay. Das Spiel scheint auch nicht so ganz bugfrei zu sein. Kann ich hier irgendwo rumklettern? Irgendwie muss ich darauf kommen. Da oben war ja was. Ah, hier. Ja, das ist manchmal schon ein bisschen tricky. Ich brauche gar keine Tipps, danke. Wo bleibt das Rettungsteam? Wir haben die Kommunikationsverbindung verloren. Ich habe geschworen, diesen Fraß nicht mehr unterzuwirken. Wir müssen durchhalten, bis das Rettungsteam kommt. Der Körper braucht seinen Treibstoff, um zu überleben. Er hat wohl irgendeinen Müll gefressen. Und ist potenziell am Ende daran gestorben. Maybe. Okay, klettern wir hier wieder rauf. So, haben wir noch was? So, da muss ich irgendwie rüberkommen. Hier scheint erstmal nichts zu sein. Hier ist jetzt auch nichts, wo ich hier weiter kann. Überlebt sie das, wenn sie von hier runter springt? Ich will es jetzt ehrlich gesagt nicht riskieren. Wie gesagt, ich habe schon mal einen unfreiwilligen Tod erleiden müssen. Was ist das da drüben? Da hinten ist noch eine Kiste. Hier aufs Dach. Da ist noch ein Mensch.
Bitte an Mothersphere, unser Leuchtfeuer der Hoffnung, unsere Prophetin. Hast du uns vergessen? Bitte rette uns vor den Nightibers. Bitte, bevor ich meine verdammten Glauben verliere. Zu spät. Ah, hier kann ich aber rauf. Einer von euch beiden greift mich gleich an, oder? Oh! Ouchi! War abzusehen. War jetzt eigentlich nicht so geplant, aber egal. Hat ja funktioniert. War ja nicht nur irgendwas anderes? Oder war es nur die Truhe? Letztes Mal, das war nur die Truhe. Sehr elegant, wie du hier rumklettern kannst, Eve. So beweglich bin ich leider nicht. War ich nie und werde ich nie sein, wahrscheinlich. Aber gut, ich würde mal sagen, hier machen wir mal einen Cut. Fusionsstelle haben wir ja, um hier durchzukommen. Und was hinter diesem Tor ist, werden wir dann beim nächsten Mal sehen, denn das war's, wie gesagt, mit Stellar Blade für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne die Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was gefallen hat, was nicht. Und ja. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann hier dieses Tor hier durchqueren und gucken, was dort ist. Bis dahin. Ciao, Leute.